Ja, guten Morgen. So ist das, wenn man hier um 5 Uhr morgens unterwegs ist. Da sieht man noch ein paar Häschen und ein paar Leute, die gerade erst vom Feiern kommen scheinbar. Denn es ist Sonntag früh, wir wollen heute in den Harz fahren und weil der Wetterbericht gesagt hat, in der Früh ist da ein bisschen Nebel und ich außerdem auch noch ein Auto zur Verfügung habe dieses Wochenende, wovon ich auftragsmäßig ein paar Fotos machen soll, haben wir uns gedacht, fahren wir schon mal richtig früh los, dann haben wir ein bisschen was davon. Ja, und nehmt euch heute mal mit. Auf geht's! So, 10 nach 6, ich darf nicht zu laut sein, wir sind nämlich mitten im Ort und zwar sind wir in Hahnklee, das ist unsere erste Station. Hinter uns haben wir eine Stabkirche, welche Anna und ich selber noch gar nicht kennen und noch nie gesehen haben, obwohl wir ja eigentlich aus der Gegend kommen. Ja, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Nebel ist auf jeden Fall da, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber mal schauen, auf geht's. Sieht super cool aus. Oh ja, da ist sogar Wurst mit drin. Ja, ja klar. Erstmal hier. Das sieht so bescheuert aus. Auf jeden Fall erstmal. Da ist Frühstück. Nochmal hier an der schönen Löwe. Frühstück. Warte, ich will auch. So sieht das aus, wenn man seine Regenjacke vergisst, während man bei Schmuddelwetter in den Harz fährt. Sorry. So, Auto hier hingestellt, denn als nächstes wollte ich mal hier ein bisschen das Auto fotografieren. Dafür habe ich das Auto ja bekommen. Dachten wir hier an so einer schönen Lichtung, 3 Tannen im Hintergrund, sieht ganz geil aus. Und direkt daneben haben wir aber hier leider Cookies Erbsensuppe. Ah, ist ja ein richtig schöner Platz hier. Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwie so hin, dass wir nur diese Tannen haben und so. Und das retuschieren wir dann weg. Aber was steht denn jetzt hier Cookies Erbsensuppe? Mensch. Das ist eigentlich schon ein Bild. Ja? Tippitoppi? Tippitoppi. Aber coole Location. Ja, am Anfang ist das Auto nass. Ich finde, nasse Autos sehen sowieso am besten aus. Also wenn so ein bisschen Tropfen drauf sind. Hast du irgendwie einen Tipp für alle Autofotografen? Ja. Und zwar habe ich auf jedem Objektiv, mit dem ich Autos fotografiere, so einen CPL-Filter. Auch auf dem, womit gerade gefilmt wird. Filme auf das Auto. Ja. Und wenn wir jetzt hier vorne am Filter drehen, du musst Stopp sagen. Stopp. Dann sehen wir, wie viel krasser und sättigender der Lack da zu sehen ist. Gerade bei dunklen Autos ist das ganz doll. Und auch die Scheibe, die reflektiert nicht einfach nur, sondern das Ganze hat einfach mehr Tiefe, schön satt. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch heute mal mitgeben kann. Cool. Danke. Nice. Hola, hola. Wie kann ich helfen? Führe uns zu den Oderteichen. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. Kannst du knicken. Wir fahren einfach. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Die kleine Zauberwelt, da waren wir gerade noch kurz einen Cappuccino trinken, weil es eben geregnet hat und das Regenradar hat gesagt, halbe Stunde, dann geht's wieder. Und ich glaube, das passt auch, jetzt sieht es wieder besser aus. Und jetzt fahren wir weiter. Hm.
spontan an zu regnen, aber jetzt haben wir natürlich erstmal hier uns ein bisschen umgeguckt an den Oderteichen. Wir sind heute auch das allererste Mal hier und ich muss sagen, hat mich echt positiv überrascht. Ist gut, im Endeffekt ist es nur so ein kleiner Teich hier, aber dieses ganze Ufer hier und mit den Bäumen da hinten, ich weiß nicht, wie gut man das gerade sieht, das könnte halt auch sonst was von Land sein, ne? Also das fällt halt richtig raus, so richtig fette Felsbrocken. Und dann gucken wir mal hier den Baum, die einfach so richtig rausragt und so. Und da oben sieht man auch noch ein paar Tannen. Wow. Ja, es ist halt schon irgendwie nicht so wie der Rest hier, sondern das fällt auf. Und das ist echt cool. Schade, dass es jetzt wieder anfängt zu regnen und es auch ein bisschen Wind ist, weil eben war das Wasser da unten noch so schön glatt. Jetzt ein bisschen Wind. Aber wir glauben, dass das hier normalerweise nicht so aussieht, sondern dass hier eigentlich das Wasser höher steht. Denn hier ist es alles ziemlich so braun und ich glaube, das ist alles so ein bisschen eingetrocknet. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch wiederum gut, dass es regnet. Und es muss ja nicht immer die Sonne scheinen. Es kann ja auch einfach mal so ein Wetter sein und es sieht trotzdem toll aus. Schon eine schöne Stimmung, die da drin ja, steht. Ja, definitiv. Richtig schön moody. I like moody. It. Moody. Will you find me? Oh, you find me? Es regnet. Es regnet in Strömen und es hört nicht mehr auf. Eigentlich wollte man vielleicht noch die ein oder andere Station abklappern hier im Harz. Aber bei dem Wetter sieht das momentan nicht danach aus. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause, kochen uns was Leckeres zu essen. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog hier gefallen, wo wir euch einfach mal auf so einen Tagesausflug mitnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir wie immer eure Anregungen, Kommentare natürlich noch da, Daumen nach oben und abonnieren, Glocke drücken, ihr wisst das Spielchen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Hau da rein. Tschö. Tschüss.